Hallo, herzlich willkommen zurück zu Foundation. Ja, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. So schaut's im Moment aus an unserem kleinen, wuseligen Dorf. Wahnsinnig viele Dorfbewohner, die noch kein Zuhause haben. Und ja, wir sitzen hier auf unserer kleinen Residenz und schauen so ein bisschen... nicht ganz so gut. Wir schauen so ein bisschen über das Dorf hinweg. Guck mal, ich habe da hinten ganz viel dekoriert. Voll schön. Voll gut. Der Gänsehof hat jetzt noch ein bisschen was an, gemüsegartentechnisch irgendwie ein bisschen was gekriegt. Und ich habe da mal die Blumen hingepackt und habe dann bei der einen Mod, da gibt's, ich glaube, das ist die Shrubbery Mod, da gibt es so Gras. Ich wollte das unbedingt mal austesten, wie das dann ausschaut. Und dann dachte ich mir, naja gut, mal machen wir halt so eine Art kleines Mondfeld. Ist vielleicht ein bisschen nah dran gekommen, aber ja, das sieht trotzdem irgendwie ganz schön aus. Genau, dann habe ich das Getreidefeld schon mal umgeswitcht. Habe also ein bisschen laufen lassen, bis die hier mit dem Getreideabbau fertig waren. Und, achso, das ist das Lager. Okay, ich habe jetzt gerade schon Angst gehabt. Genau, Aussaat. Ja, ich hoffe, dass das jetzt keine Schwierigkeiten gebracht hat. Wahrscheinlich hat es wieder Schwierigkeiten gebracht, aber vielleicht auch nicht. Mal gucken. Genau, also wie ihr seht, haben wir jetzt hier dann... da die ganze Umrandung. Es ist also trotzdem nach wie vor noch ein riesengroßes Feld. Oh, ich habe vergessen, hier noch Heuballen hinzusetzen. Oh, das ist nicht gut. Das darf natürlich nicht sein. Die dahin habe ich halt weggetan. Denn ich fand die Idee, die Taverne dorthin zu tun, ziemlich cool. Ich habe mich ja vorletzte Folge, war ich ja schon so ein bisschen so, was machen wir damit? Wie machen wir das vor allen Dingen? Das war tatsächlich ein bisschen eine Herausforderung. Aber ja, die Idee zu sagen, man macht es halt dahin, ist halt wirklich super. Es ist nicht zu nah im Stadtkern drinnen. Ja, die müssen halt nochmal ein kleines Stückchen laufen, aber es bietet halt schon mal zumindest den ersten Platz, ne, für eine kleine Taverne. Ich habe keinen Plan, ob es... Sinn macht, zwei zu bauen, eine kleine und eine große. Ob das hier an Platz reicht, wenn man alles total ineinander verschachtelt. Lasst uns einfach sehen, wenn es dann soweit ist. Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Vorher brauchen wir definitiv noch die Brauerei, der Jäger und sowas. Und auch das ist halt praktisch. Wenn wir wirklich dabei bleiben und hier hinten den Jäger hinmachen, dann kannst du auch sagen, dass sich hier dann irgendwo... Die Hopfen, wir brauchen Scheibenkleister. Brauchen wir Hopfen? Ja, ne? Klar, natürlich. Ich bin kein Biertrinker. Die Überlegung war jetzt bloß, brauche ich Bier, fürs Bier brauche ich Hopfen und Getreide oder brauche ich nur den Hopfen? Produziert Hopfen. Haha, zwei Getreide. Genau. Okay, das heißt, wir brauchen auch hier irgendwo noch Hopfen. Na? Nein, hier kommt Wein hin. Punkt. Das ist... Oh, interessant. Das ist natürlich interessant. Also noch Hopfen. Heißt, es macht sogar Sinn, irgendwo hier dann sozusagen den Hopfen hinzupacken, ne? Ich meine, der hängt ja an so einem Holzkonstrukt, deswegen geht das schon. Deswegen muss man das nicht unbedingt erhöht machen. Okay, gut. Dann müssen wir uns da einfach mal ein bisschen Gedanken machen und dann hoffen, dass es halt für beide reicht. Wahrscheinlich nicht, ne? Getreide wird wahrscheinlich nicht für alles reichen, für Brot und für Hopfen. Also wir brauchen definitiv noch eine zweite Getreidefarm. Vielleicht hier drüben. Und dann kann man auch sagen, dass man hier dann irgendwo nochmal einen Bäcker hin tut. Das hatte ich ja eh überlegt, ne? Ich meine, hier wäre ein schöner Platz. Der ist im Moment ja eh recht ungenutzt. Ne? Hier so eine Windmühle hin, Getreidefarm.
Ja, kann man durchaus schauen, ne? Ich meine, dann ziehen wir halt schon mal mit rüber. Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht, wie wir das dann machen. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Eigentlich wollte ich nicht zu viel von diesen Samen, sage ich jetzt mal, am Fluss entlang machen. Ja, weil die halt, ich finde den Fluss halt wunderschön zum Wohnen, ja. Und wenn du aber alles mit den Farmen voll klatscht, dann hast du halt nicht mehr so viel Platz. Naja, mal gucken. Ist erstmal ein Projekt in, keine Ahnung, 2, 3, 5, 10 Folgen. Wir haben ja noch vieles anderes zu tun, deswegen ist das jetzt eigentlich nicht so schlimm. Gut. Was ich aber überlegt hatte. Nee, warte mal, ganz kurz noch. Wie ist denn das? Bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Habe ich das schon, die Taverne habe ich noch nicht freigeschalten. Ich habe das gerade überlegt, wie das ist, wenn wir Taverne, genau. Ein Ort zum Trinken und Essen. Brauchen die nicht Käse? Ach komm, wir schalten sie einfach mal frei, dann ist halt so. Wir müssen ja noch keine... Oh, Entschuldigung. Ein Bote bittet um die Audienz. Oh, 30 Bären, das ist gut. Das ist hervorragend. Ich muss mal eben schauen. So. Wir haben doch hier die Möglichkeit in der Küche. Schilder Küche. Aha. Genau, stellt eine Mahlzeit aus Wildschwein und Käse her. Das wollte ich nämlich wissen, weil dann bauen wir hier hinten nämlich auf alle Fälle auch noch eine Käserei hin. Zum einen haben wir eh äußerst viel Milch, ja, also das ist, diese kleine Farm ist hier unglaublich produktiv. Genau, Wildschwein, Käse, Taverne. Oh, das ist ganz gut. Einzige Problem ist, dass ich hier dann irgendwie, wir müssen mal gucken, das ist halt schon weit, ne, der ganze Weg dahin. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Warte mal, dann machen wir einfach mal hier. Dann machen wir einfach mal hier. Ich glaube, das passt so, ne? Ach so. Ja. So muss man das dann machen. Hä, was hat er denn jetzt gemacht? Oh je. Ist nicht ganz so cool mit dem Getreide, aber das passt schon so auf der anderen Seite. Ja, ich meine, das gehört halt dazu, ne? Nein, gehört, also, naja, ich meine, wenn du dir so ein klassisches Dorf eigentlich vorstellst, hast du keine Getreidefarmen mitten im Dorf drinnen, ne? Und das ist halt gerade so. Gefällt mir so von der Logik her nicht ganz so gut, aber ich versuche darüber hinwegzuschauen. Ja, es bietet sich halt einfach an. Von daher ist es alles gut. Es bietet sich auch an, jetzt hier eben halt so eine Käserei hinzubauen. Na komm, das machen wir halt einfach auch direkt. Dann tue ich jetzt mal hier nicht rum. So, Käserei. Wir haben sowieso wahnsinnig viel Milch, ne? So, Käse. Käserei. Wir müssen bloß ein bisschen schauen, dass wir hier doch nochmal zurückgehen. Ich habe hier halt ein bisschen mehr Platz jetzt hingemacht gehabt, weil ja die Goldproduktion auch noch dazu kommt. Da muss man dann mal gucken. Vielleicht machen wir es aber auch doch nochmal ganz anders. Mal schauen. Das ist ja auch erstmal bloß so eine grobe Richtlinie, dass man einfach so eine gewisse Abtrennung hat, ja. Aber wie gesagt, ich finde jetzt hier die Idee eigentlich, das ist ganz schön, da eine Käserei hinzupacken. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier auch nochmal so einen kleinen Marktplatz hinbauen. Mit, keine Ahnung, 4, 5. Sag schon, Marktständen. Ja, müssen wir mal gucken.
Ich weiß immer noch nicht, was das ist halt, ne? Diese Vorabkosten. Was das für Kosten sind. Was ist das? Kann nicht bauen. Notwendige Teile fehlen. Aber was sind das für Teile? Das ist halt das, was mich interessieren würde, weißt du? So. So. Jetzt müssen wir dann bloß mal gucken, wie wir das am besten gestalten. Ich würde sagen, dass wir hier mal das so hinpacken, dass sie hier den Weg nehmen, ne, dass sie dahin bauen. So. Und dann haben wir jetzt hier natürlich die Käserei. Dann brauchen wir schon noch mal ein Häuschen, ne? Oh, das passt, glaube ich, ganz gut. Dahin, dann hätten sie hier auf alle Fälle einen Weg und dann könnte man hier so ein bisschen das abtrennen. Vielleicht. Wird doch eher so ein bisschen gerader. Ja. Kann man schon machen, ne? Ja, Bäumchen hin. Noch ein bisschen mehr Platz. So, ja. Das gefällt mir ganz gut. Pass auf, wir bauen jetzt erstmal die Käserei. Und lassen das mal stehen. Weil ich ja jetzt hier... Achso, nee, das könnte man aber... Warte mal, das könnte man machen. Upsi. Falsche Richtung. So. So. Dann machen wir nochmal zu, weil wir ja da auch den Bautypi haben. Und wir machen sicherheitshalber mal da hinten noch. Damit der erst gar nicht auf die Idee kommt, außen rum zu laufen. Dieser Schlawiner, den kenne ich doch schon. Genau, so dann schauen wir mal. Vielleicht gehen sie ja wirklich den Weg hier entlang. Das wäre natürlich mehr als nur mega cool und praktisch. Aber dann wäre auf alle Fälle mal so der erste Schritt in die richtige Richtung getan. Ja, dann haben wir hier Käserei, den Jäger. Ja, das gefällt mir ganz gut. Das gefällt mir ganz gut. So. Ich habe, wie gesagt, ich habe mir hier einen Plan gemacht. Mal gucken, ob das so funktioniert. Oh nein. Beförderungen verfügbar. Eieiei. Wie viele Neuankömmlinge haben wir denn? Sehr, sehr viel. Oh, was ist mit dem? Warum ist der so schlecht drauf? Ich bin schlecht drauf. Wasser und Nahrung. Na gut, es fehlt hier halt einfach ein Marktplatz, ne? Ich meine, die Wege sind halt einfach wahnsinnig weit, ne? Ja, ein Brunnen. Du hast recht, es hier fehlt definitiv noch einen Brunnen. Okay, dann setzen wir den gleichen. Und damit wir das auf gar keinen Fall vergessen. Und damit sie einfach eine Möglichkeit haben. Und ich meine, es macht sowieso Sinn, hier irgendwie einen Brunnen noch mit hinzupacken. Weil ja... Ja, man muss es ja irgendwie löschen können, falls irgendwas ist, ne? So, von daher... Da habe ich es schon gebaut. Das ist nur das Goldvorkommen, ne? Dann können wir auch hier nochmal einen Brunnen hinpacken. So. Ja, perfekt. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Genau so. Können wir das schon mal wegmachen? Das können wir auch schon mal wegmachen. So. Ich
meine, man kann es ja trotzdem so lassen, dass ihm halt da keine Wege lang gehen. Kann man noch ein bisschen dekorieren. Schöne Sache. Doch, 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 doch. Sehr schick. So, und jetzt fände ich es tatsächlich sehr schön, wenn wir hier so eine Steinmauer hinpacken könnten. Jetzt müsste man bloß mal warten. Warte, ich muss das erst noch mal ein bisschen wegsetzen. Das geht nicht. So, jetzt ist besser, ne? Mit der Rundung sah es halt komisch aus. Deswegen müssen wir das nochmal... Ah, schau. Perfekt. Genau. Das ist gut. Hier brauchen wir ein bisschen mehr Platz. Das sieht sonst komisch aus. Genau. Ein bisschen Abwechslung fände ich ganz cool, ne? Wir machen mal den einen Busch dahin, den Hedge... ne? Robbie. So. Der darf auch nicht zu groß werden, weil hier muss ja noch ein Weg hin, ne? Okay, das ist ziemlich cool, dass hier... dass das hier so die Rundung macht, ne? Auch mit dem... Ah, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich würde tatsächlich gar nicht mehr machen. Weil hier ja der Wagen ist, ne? Wäre schon schön, wenn wir den offen lassen könnten. So. Naja, und dann gehen wir hier hin. Das ist komisch dann. Dann ziehen wir den hier noch ein bisschen, kleines bisschen länger. Oh, das geht nicht. Das müssen wir so machen. Ja, cool. Schön. Doch. Da hat man einfach hier die Möglichkeit, dass man hier so rumläuft, ne? Obwohl ich sagen muss, ich bin trotzdem nicht ganz so begeistert, dass das hier so... Ich würde, glaube ich, doch nochmal so ein kleines bisschen weiterziehen. Der muss dann ja bloß da irgendwie raus. Das geht dann schon, denke ich. Ja. Oh, gefällt mir. Ist ganz gut. Das ist doch schon gar nicht schlecht. Hier können wir nochmal ein bisschen weiterziehen. Ist das zu weit? Ein bisschen, ne? Ein bisschen ist es zu weit. Warte, erst den da. So. Und dann dich. Ja, jetzt ist besser. Schön. Ja, doch. Das gefällt mir gut. Das gefällt mir richtig, richtig gut. So, jetzt habe ich die Beförderungen verpasst. Nein. Gasse. Ich habe keine Arbeitslosen mehr. Gut, dann machen wir hier mal wieder ein bisschen Einwanderung an. Was haben wir hier? 4. Genau, da muss man einfach schauen, dass man... Die 2, die hier drinnen einziehen, dass man die dann halt gleich mit der nächsten Beförderungsperiode befördert, dass die da halt hier, dass die dort halt einziehen können. So. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja, tatsächlich. So. Dann ist das ja schon mal gar nicht so schlecht. So. Mein Sohn hat meinen Zettel weg. Na toll. Nein. Ich hatte mir einen Zettel gemacht, auf dem ich das aufgemalt habe, wie ich meinen Schlossgarten haben möchte. Ach, Baby, das war nicht so schön. Okay, ich muss mir tatsächlich aber erstmal anschauen. Also ich... Mit der kann man schon arbeiten, ne? Mal gucken. Also, wir brauchen hier
einen schmalen Weg, ne? So. Jetzt muss ich erstmal wieder gerade machen. Sonst wird das nichts, was ich vorhab. So. So. Mal gucken, ob das funktioniert. So, dann hier wieder. Das war nicht gut. So. 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 Da müssen wir es halt ein bisschen rumziehen. Ja. Doch, gefällt mir. Ja, das ist jetzt natürlich erstmal nur so ein bisschen grob. Ja, die perfektionistische Seite kommt schon noch. Aber einfach nur der grobe, das grobe Aussehen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, also das Feintuning, das kommt dann halt einfach noch. Das würde ich aber tatsächlich nicht jetzt in der Aufnahme machen. Denn das ist eine Fummelarbeit, bei der ich garantiert so ein bisschen unausstehlich werden kann. Müsst ihr nicht miterleben. Das will kein Mensch miterleben. Das ist nicht gut, wenn ich dann so ein bisschen mich meinem Zorn hingebe. Von daher, ja, lasse ich das dann, ne, euch einfach mit hinterher erleben. Es geht ja nur erstmal darum, dass ihr seht, wo das hinführen kann, soll, wo ich es gerne hätte. Genau, so die Richtung hätte ich das gerne. Und dann finde ich natürlich den Springbrunnen, ich habe keine Ahnung, wie groß der ist, ne? Aber das finde ich dann schon ganz cool. Dann finde ich das hier schon mega cool. Ja, dann habe ich jetzt nochmal einen Orientierungspunkt mehr. Na, lass du dich ein bisschen drehen. Dankeschön. Das ist natürlich hier richtig cool, ne? Ja, wenn es dann mal fertig ist, dann sieht es auch, glaube ich, schon mega cool aus. Also. Ja, schön. Doch, gefällt mir gut. Dann gucken wir mal. Ne, und dann wird das noch alles schön dekoriert und dann... Ja, ja, das kommt dann. Das kommt dann schon. So, was hättest du denn gerne? Holz. Wie schaut es denn holztechnisch aus? Großartig. Ey, Wolle haben wir überhaupt gar nicht, ne? Aber Stoff haben wir. Also alles gut. Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, dass das nicht so funktioniert, aber das passt. Holz haben wir. Okay, wer könnte denn ein paar Punkte hier brauchen? Und dann machen wir den Klerus. So, gleich erledigt. Wieder 10 Punkte dazu. Genau, aber so in etwa soll es denn dann aussehen, wenn es fertig ist. Ja, gar nicht so schlecht. Ne? Aber wie gesagt, Feintuning mache ich dann. Oh, gucke ich mir dann mal an. Schee, sehr gut. So, hier sind sie jetzt dann... Ah, guck mal, hier haben wir zwei Leute, die da rein können. So, wir haben hier jetzt die Schafis. Da fehlt noch ein Vieharbeiter, den packen wir auch gleich mit rein. Um das Feld, was? Oh nein, echt jetzt? Wirklich? Brauchen die tatsächlich ein Feld? Oh nein, damit habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet. Ach, Scheibenkleister. Hallo. Eieieiei, okay, gut, dann würde ich sagen, machen wir den mal weg. Und auch, das müssen wir leider wegmachen. Weil das nicht der Plan war. Scheibenkleister. Mmh.
Ja, da müssen sie jetzt halt außen rumlaufen, ne? Das, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Deswegen ist hier jetzt auch kein Platz für einen Zaun oder sowas, ne? Ach du Scheibenkleister, was mache ich denn jetzt? Das passt mir gerade gar nicht irgendwie in den Kram, ne? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, okay. So, pass mal auf, dann machen wir das einfach mal so. Wir machen, es ist jetzt ein bisschen weiter weg. Das stimmt zwar, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass das ganz gut ausschaut. Und dann machen wir hier nochmal ein bisschen was. Ist das zu viel? Ja, ne? Ich glaube, das ist zu viel. Aber Moment. Feintuning kommt. Moment. So. Ja, ist halt. Das war halt nicht der Plan. Naja, dann haben wir bald Schafe. Im Überfluss. So. Ich glaube, das hier macht aber ganz gut Sinn, ne? Das, ich glaube, das passt dann schon ganz gut so. So. Dann kannst du daneben nämlich anfangen, eine Weberei hinzubauen. Und dann muss man mal gucken. Nochmal eine Schneiderei irgendwie hier in die Stadt quetschen. Vielleicht hier eine Schneiderei nochmal hin. Mal gucken. Ja, das ist halt der Nachteil, wenn du halt in so einer Enge anfängst, ne? Wenn du irgendwo anfängst, wo es halt wirklich groß Platz gibt, ne? Oder auch hier, dann ist das nochmal ein bisschen was anderes. Aber so hast du halt erstmal alles so ein bisschen gequetscht. Aber gut. Geht schon irgendwie. So. Dann schauen wir uns das mal an hier mit dem... Hallo? Mit dem Feld. Kannst du... Ich hoffe, der bleibt jetzt offen. Sieht gut aus. Dann nehmen wir mal so einen Gatter. Zäunen das mal so ein bisschen ein. So. Das machen wir weg. Hier machen wir komplett zu auf der Seite. Sehr schön. Halt. Und da. Also ich bin mir nicht so sicher, ob die das wirklich brauchen, ne? Gerade habe ich so das Gefühl, man braucht es nicht wirklich, aber... Ups. Scheinklasse. Entschuldigung. Aber wer... Ach, der macht Heu. Oder was? Ach so. Das Schnuckelchen, da muss ich nochmal. Ach, der macht das Heu. Ach so. Okay, alles klar. Warte mal, wir machen mal hier nochmal zwei, dann kannst du hier nämlich rüberlaufen. Ach so, ist das, der stellt das Heu her. Ja gut, vielleicht reicht dann das. Warte mal, ich glaube, das reicht dann, aber das eine Feld, dann lassen wir das mal weg. Ich würde den Zaun mal stehen lassen,
Vielleicht können wir da nochmal was anderes benutzen, aber ich denke, als Heu reicht es doch. Ich glaube, hier habe ich das Falsche. Ja. So, ne? Und dann packen wir wieder mit der Fantasy-Mod ein Tor hin. Unsere animierten Tore. So. Oh, ich vergesse das immer. Wie rum? Jetzt muss ich mir das nochmal anschauen. Wie rum? Wie rum, larum, Löffelstiel. Wer das nicht weiß, der weiß nicht viel. Nee, eigentlich, wer das nicht kennt, weiß nicht viel, ne? So, einmal dahin. So, ich kündige jetzt schon mal an, dass ich euch alles Gute wünsche. Viel Gesundheit, ja. Vielen Dank für diese Folge. Es kann nämlich sein, dass da gleich jemand kommt. Und wir spielen jetzt dann schon eine halbe Stunde. Deswegen ist das tatsächlich kein Drama, wenn ich jetzt dann gleich aufhöre. Mal gucken, noch liegt er im Bettchen und trinkt ein bisschen. Und vielleicht dauert es auch nochmal 2-3 Minuten, aber ja. So. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst, dass ich dann auch eventuell relativ schnell und zügig ausmachen muss. Ja, cool. Also ich finde, wir haben schon wieder ein bisschen was geschafft heute. Mir gefällt es echt gut, was wir hier so fabriziert haben. Ja, guck mal. Oh, schön. Ja, gefällt mir. Ist gut. Gar nicht so schlecht. So. Jetzt haben wir aber wieder ein bisschen das Problem, wir brauchen unbedingt noch Marktstände. Hm, pass mal auf. Ich werde jetzt hier... Nee, ich werde hier jetzt mal... so, warte mal, warte. Wir werden mal... Grasentfernung. Wir machen jetzt hier mal so ein bisschen weiter. So. Ah, nein, das ist ein bisschen... Gut, ich kann ja später mal Feintuning machen. Weil das finde ich jetzt nicht so schön, dass das so komplett ist. Da gehe ich auf alle Fälle nochmal mit den Zäunen ein bisschen zurück. Das finde ich nicht so schön. Also ich hätte schon gern, dass links und rechts wenigstens so ein kleines bisschen Grünstreifen ist. In etwa, naja gut, so wie jetzt hier nicht. Darf schon ein bisschen weniger sein, das wäre okay. Aber das ist natürlich jetzt nicht so cool, dass das halt gerade nicht so gut funktioniert hat. So, das machen wir wieder aus. So, dann machen wir hier mal noch ein bisschen runter. Oh, es laggt. Genau, dann habe ich jetzt hier nämlich schon mal ein bisschen den Weg. Hier können wir dann einfach zurückgehen. So. Und hier passt doch eigentlich ein ganz schönes Grundstück hin. Mal gucken, was wir hier hin machen. So, und auch hier gehen wir jetzt noch mal ein bisschen zurück. Genau, so finde ich es halt schöner. Da ruhig so. Das finde ich persönlich ein bisschen schöner. Gut. Feintuning mache ich dann später. Das ist jetzt hier mit dem Tor schwierig. Aber was ich jetzt auf alle Fälle... Oh, da kommt das Kind. Was ich jetzt gut fände, wäre auf alle Fälle einen Marktplatz. Also so einen ganz kleinen mit 2-3 Ständen. Den packe ich dann... Den packe ich hier hin. Gar nicht viel. Einfach nur ein Marktstand. Und noch einen Geflügelkarren. So ein. Ist das. Nee, das sind Apfel, Käse. Geflügel. Ich glaube, das ist das, ne? Oder wir machen es andersrum. Wir machen. Nee, wir machen das mit dem Federviehwagen. Das sieht sowieso. Es schaut cool aus, glaube ich.
Aber dann haben wir hier mal was für die Grundnahrung. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Nee, halt grün. Grün, 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 grün. Ja. Passt. Genau. So. Okay, er kriegt die Tür nicht auf. Also, vielen lieben Dank, ihr Lieben. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.